Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zum neuesten Blätter-Video. Ihr seht sie auch schon hinter mir. Die neue M-Games Nummer 332 steht vor der Tür und die wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Heute in Personalunion, mein Kameramann Steffen ist im Urlaub und da dachte ich mir, nutzen wir die Gelegenheit und flitzt uns heute mal auf seinen Stuhl, um uns das neueste Heft anzuschauen. Das beginnt mit einem großen 11-seitigen Special zu Resident Evil. Denn wir feiern ein Jubiläum. 25 Jahre wird die Reihe alt. Erstmalig erschienen am, ich habe es mir rausgeschrieben, 22. März 1996. Da kam der erste Teil von Biohazard oder Resident Evil, wie es dann bei uns hieß, raus. Und zu diesem Anlass hat Michael Herde jede Menge Seiten Special zusammengeschrieben für euch. Mit einem Rückblick auf die ikonischen Charaktere, auf die Story und natürlich auch jeder Menge Redakteurserinnerungen. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Meinungsbeitrag von Robert Bannert und auch Thorsten Küchler hat nochmal seine Meinung und Erinnerungen an Resi aufgeschrieben. Es geht um den Jugendschutz und Zensur von Resident Evil. Berühmterweise war ja zum Beispiel das Intro-Video vom ersten Teil bei uns nur schwarz-weiß und Gewalt gekürzt zu haben. Diese und andere Auseinandersetzungen mit dem Jugendschutz hat sich Michael Herde genauer angeschaut. Genauso wie wir natürlich das Special abschließen müssen mit einem Blick auf Resident Evil Village. Eine letzten Preview vor dem Test in der nächsten Ausgabe dann. Voraussichtlich zumindest. Und nachdem das Special abgeschlossen ist, sind wir auch schon im aktuellen Teil mit den neuesten News und Meldungen aus der Welt der Videospiele. Wir haben zum Beispiel einen Hands-on-Test drin vom neuen Hyperkin Retron NSQ. Hyperkin ist ja bekannt für ihre Retro-Maschinen. Das sind so Emulationskonsolen, auf denen man zum Beispiel dann NES-Module spielen kann oder Super Nintendo-Module und alles, was sonst noch so rausgekommen ist im Retro-Bereich. Das neue Retron SQ soll in der Lage sein, Gameboy-Spiele zu spielen. Den Test im News-Bereich. Außerdem neue Meldungen zur PlayStation VR 2. Sony hatte ja vor einer Weile die neuen Controller von vorgestellt, die sehr Oculus-orientiert mir erscheinen. Und raus aus dem News-Bereich, rein in den Coming-Bereich. Da hat Steffen für euch wieder die wichtigsten Meldungen zu bald und nicht so bald herauskommenden Spielen zusammengetragen. Natürlich sind dabei jede Menge Infos eingegangen aus den vergangenen Konferenzen von Square Enix und Microsoft zu ihren neuen Spielen. Wir haben Infos drin zu Chivalry 2, Astria Ascending, dem neuen Japano-Rollenspiel, das nur in Teilen aus Japan kommt. Es sind dabei beteiligt unter anderem der Macher von, na Moment, jetzt will ich es nicht falsch erzählen. Es ist beteiligt der Director von Super Neptunia RPG, der Komponist von Final Fantasy 12 und der Schreiberling von Final Fantasy 7. Die machen zusammen das neue Rollenspiel. Astria Ascending, Steffen hat eine kleine Preview drin. Und sprechen wir von der Preview, geht es natürlich direkt weiter zum ersten weiteren Cover-Thema mit Returnal, der neuen Loot-Shooter-Hoffnung von Housemarque Games. Die kennt man ja eigentlich für ihre Arcade-inspirierten Videospiele. Als neuen PS5-Exklusivtitel bringen sie Ende des Monats ein Bullet-Hell-Action-Story-Game raus, in dem man gefangen ist in einem ewigen Kreislauf des Sterbens. Astronautin Celine stürzt auf einem fremden Planeten ab, ballert sich gegen Aliens durch und jedes Mal, wenn sie stirbt, stürzt sie wieder neu ab und der Kreislauf beginnt von vorne. Dazu haben wir nochmal kurz vor Release, Ende des Monats, eine Preview für euch. Ebenfalls in der Preview natürlich das neue Life is Strange True Colors. Der nächste Ableger der Life is Strange-Reihe von Deck 9 dieses Mal. Die haben bisher nur das Life is Strange Prequel Before the Storm gemacht. Jetzt machen sie einen vollständigen Titel der Reihe mit neuem Open-World-Ansatz und nicht mehr als Episodenspiel. Das wird man jetzt sofort ab Tag 1 ganz kaufen können. Dann haben wir drin ein Special zu SNK, die bewegte Geschichte des Arcade-Giganten. Das hat Thomas Nickel für euch geschrieben, mit einem Rückblick auf all die großen SNK-Klassiker, für den ich gerade keinen einzigen nennen kann. Das ist leider vor meiner Zeit. Deswegen gehen wir weiter zum Spieletestbereich.
Da haben wir im Test Monster Hunter Rise, den neuen Monster Hunter Ableger der für die Switch. Da hat Thomas Nickel sich auf den Seilkäfer geschwungen und sagt euch, was das Spiel taugt. Wir haben drin Nier Replicant, das Remake von dem ersten Nier, das ja immer so als Geheimtipp gilt. Und es hat im vollen Namen einen furchtbar lang auszusprechenden Titel. Es heißt irgendwie Nier Replicant Version 1.2 und so weiter und so fort. Das haben wir im Test auch abkürzen müssen, oben in der Überschrift. Steffen sagt euch, was die Neuauflage so taugt. Außerdem könnt ihr euch freuen auf meinen und Steffens Test zu It Takes Two, dem neuen Spiel von Josef Fares, dem Brothers-Macher, und seinem Studio Hazelight. Eine absolut tolle Koop-Erfahrung, die eine Bestwertung abgesahnt hat, tatsächlich. Da kann ich nur euch näherlegen, das mal gemeinsam reinzuspielen, wenn ihr Kumpel, Kumpeline, Partner, Freund, sonst wen habt, der das mal spielen möchte. Denn es ist natürlich, wie auch schon sein letzter Teil, A Way Out, nur zu zweit spielbar. Weniger gut angekommen ist Balan Wonderworld bei mir. Zum Test sage ich gar nicht mehr. Stattdessen erzähle ich nochmal, Outriders haben wir drin, den neuen Loot-Shooter von Square Enix. Steffen sagt euch, was nach der Demo, die mir sehr gefallen hat, das finale Spiel taugt. Und wir haben drin Harvest Moon, eine neue Welt, sehe ich hier. Und lange angekündigt, jetzt kommt es endlich, unsere Diskussion zu Cyberpunk 2077. Steffen, Vinny Forster, unser Tester aus der Ausgabe, und ich haben uns zusammengesetzt, um nochmal über Cyberpunk 2077 zu sprechen, die ganze Wertungsdiskussion um den Titel und so ein bisschen erweitert die Diskussion auf eine allgemeine Analyse. Okay, wie testen wir überhaupt bei der M-Games Videospiele? Wie hat sich vielleicht das Testverhalten allgemein verändert und worauf sollte man da Wert legen? Das ist eine sehr coole Diskussion geworden, die in diesem Form im Heft als Auszug aus dem längeren Podcast erscheint. Das heißt, wenn ihr, nachdem ihr das zweiseitige Special gelesen habt, noch mehr wissen wollt zu unseren Meinungen zum Spieletest und Cyberpunk, dann kann ich euch nur nahelegen, am Freitag kommt auch der anderthalbstündige Podcast zu Cyberpunk 2077 und der Sache mit den Spielewertungen raus. Dann sind wir im Nachspielbereich. Da haben wir natürlich auch uns zum Thema passend mit dem neuen Patch von Cyberpunk befasst. Außerdem mit neuen Inhalten für The Outer Worlds, Immortals, Phoenix Rising, Doom Eternal und Hitman 3. Und dann sind wir schon im Download-Testbereich. Da kann ich euch zum Beispiel den Test nahelegen von Disco Elysium: The Final Cut, der Konsolenneuauflage von einem sehr tollen Rollenspiel von 2019, das bisher nur für den PC erschienen war. Ein Mord wurde begangen, eine Leiche hängt im Hof des Whirling Rags Motels und ihr müsst als ziemlich versoffenes Wrack von einem Polizisten aufklären, wer den Mord begangen hat. Ganz tolles Point-and-Click, Top-Down-RPG, wirklich mit den besten Dialogen, die ich bisher in einem Videospiel je gesehen habe, kann ich euch nur ans Herz legen. Vinny hat den Test für uns geschrieben. Außerdem haben wir getestet Oddworld Soulstorm, das kann man gerade auch für die PS5 als Teil von PS Plus so spielen. Das ist die Neuauflage, die Neuinterpretation vielmehr vom ersten Oddworld Abe's Odyssey. Olli hat es getestet und sagt euch, was die Neuauflage taugt. Thomas Nickel hat sich stattdessen auch nochmal mit älteren Spielen beschäftigt, der Remastered-Variante von Saga Frontier. Und, na, ich will es dich jetzt mal wieder so ausufern lassen, deswegen überblätter ich jetzt mal ein paar Tests. Was kann ich euch noch nahelegen? Na, natürlich unseren Import-Test von Darius Cosmic Revelation für all die Shoot'em-ups-Fans unter euch. Natürlich hat Thomas sich auch das näher angeschaut, wurde ja angekündigt auf der Square Enix Presents. Das im Import-Teil. Und dann sind wir schon fast wieder am Ende gelangt. Mit einem Special, geschrieben von Vinny Forster zu M.C. Escher und seinem Einfluss auf die Videospielwelt. M.C. Escher, das ist dieser Maler, der optische Täuschungen hauptsächlich in seinen Bildern immer wieder auftauchen lässt. Ihr kennt vielleicht diese unendliche Treppe von ihm. Vinny Forster beschäftigt sich mit Videospielen
die dieses Konzept umgesetzt haben. Hochspannende Special-Berichterstattung. Kann ich nur ans Herz legen. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ihr merkt wieder alles pickepacke voll im Heft. Ein paar coolen Themen. Ich freue mich auf Feedback. Und passend zur Returnal Preview hier noch einmal das Abo-Cover mit Celine auf dem Bild und all den vergangenen Leben von ihr. Das sollen wohl die Helme darstellen, symbolisieren. Ab dem 30. April könnt ihr dann selbst den Zyklus beenden, wenn euch die Preview zugesagt hat. Oder eben abwarten, bis im nächsten Heft dann unser Test rauskommt. Diesmal doppelseitig auch. Und das ist es dann auch wieder für die neue Ausgabe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und bleibt uns gewogen. Bis denn!